uns jetzt einen Döner. Wir haben richtig lange keinen Döner mehr gegessen und fahren jetzt in das nächste kleine Dorf und werden dort uns einen leckeren Döner holen. Und dann fahren wir noch in die Stadt, weil Juli wahrscheinlich ein neues Hemd braucht für Weihnachten und ich auch eigentlich gerne ein Kleid oder einen Rock möchte für Weihnachten, für die Feiertage. Weil ja, ich habe das andere eben schon so oft angehabt und irgendwie würde ich gerne mal ja, für die Feiertage noch was Neues finden, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann ist es so. Wir essen jetzt Döner. Wie schmeckt's? Mit Hunger, alles mit Hunger. Also wir sind jetzt gerade im Dönerladen und haben richtig lecker gegessen, aber wir haben gerade gesagt, dass früher ein Döner 3,50 gekostet hat. Den habe ich mir immer nach der Schule gekauft. Und jetzt kostet ein Döner 7,50 oder 8 Euro. Finde ich voll crazy, wie die Preise gestiegen sind. Aber es war sehr, sehr, sehr lecker. Aber danach sieht der Tisch und die Hände immer ganz schlimm aus. Hier alles aufgegessen. Und jetzt fahren wir noch in die Stadt. Ein Hemd für Hoodie kaufen. Mal schauen, ob wir eins finden. Mal gucken. So eine Lederjacke, ne? Wir sind gerade im C&A, schaut mal, es gibt so süße neue Sachen. Richtig, richtig cute. Man könnte sich tot kaufen. Also wir finden die Hemden noch ein bisschen langweilig hier. Mal schauen. Ich könnte mich hier ja tot kaufen, ne? Bei den süßen Babysachen. Ist einfach so, so, so cute. Hier auch das Hemd für einen kleinen Jungen. Einfach so süß. Aber ich kaufe nichts. Ich bin sonst echt im Babykaufrausch. Wir haben genug, also von daher. Aber es gibt immer wieder süße neue Sachen. Gerade jetzt für Weihnachten. So rote Hemden oder so Stricksachen. Das finde ich auch sehr süß. Einfach zum Dahinspitzen. Wir haben es geschafft. Juli hat ein Hemd gefunden in C&A. Ist besser, ne, als das von H&M. Ja, viel. Ja, wir waren in H&M und da gab es so ein Hemd, das sah aber, also es hat sich angefühlt wie Plastik. Und dann war er einfach nicht überzeugt von diesem Hemd. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch mal in einen anderen Laden gehen. Und jetzt haben wir ein richtig schönes Hemd gefunden in Schwarz, ganz basic, aber perfekt für die Feiertage. Steht ihm sehr gut. Und jetzt fahren wir noch zu meinen Eltern, trinken dort einen Kaffee um 17:30 und fahren dann nach Hause und schauen einfach einen Film. Also wie ihr seht, heute ein ganz entspannter Vlog-Tag, bevor die Feiertage anfangen. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich so richtig jetzt wirklich hochschwanger bin. Ich kann nicht mehr lang laufen. Ich habe so einen Druck auf dem Bauch, so ein Spannungsgefühl. Und das hatte ich davor die ganze Zeit gar nicht. Ich gehe auch viel raus mit Simba, das ist auch kein Problem. Aber irgendwie war es jetzt anders. Vielleicht ist es ja ein Zeichen. Beziehungsweise ich freue mich eigentlich immer darüber, weil das bedeutet echt, dass der kleine Dicke bald raus muss. All of the time we spent together, in our prime we were birds of a feather, different kind. We were living through the pain we were never once over. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove.